wir haben immer noch das Pre-Release-Woche. Wir haben Donnerstag. Morgen kommt das Set raus und deswegen setze ich mich heute nochmal hin und ihr seht einen ganz aktuellen Blackie hier auf dem Channel. Und ich habe mich hingesetzt und gucke mir jetzt nochmal so einen Theros-Booster an. Ich kann das mit dem Tempel nicht auf mir sitzen lassen. Es muss doch bessere Karten hier drin geben. Karametras Blessing. Ein Mana Instant. Eine Kreatur kriegt +2/+2. Wenn es eine enchantete Kreatur ist, kriegt sie Hexproof und Unzerstörbarkeit mit meines Zuges. Ah ne, if it's an enchanted creature or enchantment creature. Ah, eine verzauberte oder eine Verzauberungskreatur. Memory Drain, ich war gerade Ding drin. Mana Drain, ich dachte gerade was. 5 Mana, Countertage Spells, Grinds. 2 und 4 Mana. Portent of Betrayal, 4 Mana, Sorcery. Man übernimmt die Kontrolle über eine Kreatur, sie wird enttappt, sie kriegt Eile und man hat Scry 1. Elysian Caritade. 2 Mana 1/1, man kann sie tappen für Mana beliebiger Farbe. Und wenn man eine Kreatur kontrolliert mit Stärke 4 oder höher, kriegt man 2 Mana. Revoke Existence, 2 Mana Sorcery, man exilt ein Artefakt und eine Verzauberung. Sehr wichtig gegen die ganzen Götter. Venomous Hero Vent, 4 Mana 3/3 Death Touch und wenn sie ins Spielfeld kommen, legt man die obersten 3 Karten seines Decks in den Friedhof. Stern Dismissal, 1 Mana Instant, man bringt eine Kreatur oder Enchantment, die einen Gegner kontrolliert, auf die Hand zurück. Super traurig, dass es nur vom Gegner geht. Leider Gottes. Naja. Incendiary Orakel, oh Gott. Incendiary Diarra, oh Gott. Diarrhea. 2 Mana 2/2 und für 1 Mana und ein farbloses, ein rotes Mana, ein farbloses, kriegt die Kreatur +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Und wenn eine Kreatur, die von ihr Schamschaden zufügt, stirbt, wirkt sie stattdessen exiled. Gift of Strength. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +3/+3 und Reach. Staggering Insight. 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur hat Lifelink, kriegt +1/+1 und immer wenn sie mir da Kampfschaden zufügt, darf man eine Karte ziehen. Die ist gut. Die ist echt gut. Nyx Herald, 3 Mana 2/3. Zu Beginn des Kampfsegments kann man eine Enchanted Kreatur oder eine Enchantment Kreatur +1/+1 und Trampel geben. Man kann ja auch selber wählen, deswegen ist die Karte tatsächlich sehr gut mit 3 Mana 3/4 Trampel. Ich bin von der Karte sehr hart begeistert. One with the Stars, 4 Mana Enchanted Aura, man enchantet eine Kreatur oder Enchantment. Und das Enchanted Permanent ist ein Enchantment und lose all ability. Also man verliert alle Fähigkeiten und das Enchantment. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Gar nicht im Blick gehabt. Und unser Rare ist Haktos the Unscared. 4 Mana 6/1. Double White, Double Red. 6/1 Legendary Creature. Muss jede Runde angreifen, wenn er kann. Wenn er ins Spielfeld kommt, wählt man 2, 3 oder 4 at random, also zufällig. Und wow. Der hat Schutz vor jeder konvertierten Mana-Kosten mit dieser Number, mit dieser Nummer. Heilige Kacke, was ist das denn für ein Viech? Ich finde den irgendwie saudämlich. Irgendwas verpasse ich. Naja, der ist. Oh, wir haben eine Rare. Die Foils in dem Set. Leute, die Foils, die sind der Shit. Soul Reaper of Mogis. 3 Mana 2/3. Man kann für 3 Mana eine Kreatur opfern, um eine Karte zu ziehen. Ja, hier der Forest. Wie gesagt, die Länder haben sie echt schön hingekriegt. Ah, das ist die Rare. Nee. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dann Black Sea. Ciao, ciao.